So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wieder mal vom Netto, wieder mal Mittagspause und jetzt stehe ich übelst unter Zeitdruck, eine Stunde Mittagspause. Jetzt habe ich aber nur noch 15 Minuten Zeit, war noch gar nicht drin, habe noch nicht mal was gegessen. War ein bisschen chaotisch, musste zwischendurch heim und wir haben wieder mal 8 Eier für euch vorbereitet, die wir kurz ausbrüten wollen. Ich hoffe, die restlichen Kilometer haben noch gezählt. Auf der Suche natürlich nach den regionalen Shinies. Als erstes haben wir ein Azurill mit 1200 Sternenstaub, 15 Angriff aus Pirna, Sachsen. Oh, da sitzt noch ein Onyx. Könnte shiny sein, daneben gleich ein Ammonitas. Könnte auch shiny sein, aber brauche ich ja eigentlich alles nicht mehr. Da haben wir auf jeden Fall mal ein Porenta. Neuer Pokédex-Eintrag, ist nämlich schon wieder ein anderer Account, damit ich auch ja keine Coins kaufen muss. 800 Staub, das ist nichts. Werde sind okay. Was? In der Nähe von aus was? In der Nähe von Ungarn. Kann man mal mitnehmen. Haben wir das nächste Ei, das dritte von 8 Stück. Und wir haben ein Mamfaxo. Ich glaube, da sind noch alte Eier dabei oder auch nicht. Auch 800 Staub, also auch nichts Bemerkenswertes. Eisfeld, gut, ist in Ordnung. Gestern war die legendäre Raid-Stunde. Da haben wir noch ein, zwei Raids gemacht oder so, auch wieder auf verschiedenen Accounts. Das nächste Porenta. Ich meine, wann die Folge hier online kommt, weiß ich eh schon wieder nicht, weil ich immer zu so viel Content habe in letzter Zeit. Wien, Österreich, leider kein Shiny. So viel Content, die komischen Lokmodul-Tests wollte ich auch mal hochladen mit dem ISWO, als der da war. Das zieht sich alles bis ins Unendliche. Das nächste Kontinentale, ein Pandimos, natürlich von uns aus der Region. 1400 Sternenstau, Budapest, Ungarn. KP auf 15, nimmt man auch mal mit. Früher bei den Eierfolgen habe ich ja immer so einen Screen eingeblendet mit der Bewertung, wie viel das dann hat. Hat sich natürlich jetzt erledigt über die Ingame-Bewertungsfunktion. Ist das sehr schön, da kann man das gleich durchdrücken. 1000 Staub, Budapest, Ungarn, KP 15, nehmen wir auch mit. Ihr seht also Budapest, der neue Hotspot. Ne? Da kommen die ganzen Eier her. Das nächste Porenta! Wieder mal wieder Lauchstangen, aber wieder kein Shiny. 1000 Sternenstaub und Budapest, Ungarn, leider kein Wert auf 15, leider kein Shiny. Müsste jetzt, glaube ich, das siebte oder achte Ei sein. Und ich sehe schon, die Zeit rennt weg. Ich muss mir doch noch so... Am besten, ich kaufe mir auch eine Lauchstange, dann kann ich rumlaufen. Wie Porenta, das nächste Porenta, 800 Staub, Verteidigung auf 15 und aus Stuttgart. Das waren die Eier. Drück mal hier auf das Onyx. Und es ist nichts, kein Shiny, auch da kein Glück. Wir gucken mal, vielleicht hängen wir nochmal 8 Eier dran. Das ist dann aber bestimmt morgen. Ich brauche nämlich immer ein bisschen, um das zusammenzusuchen. Da ich ja nur mit den unendlichen Brutmaschinen arbeite und von den Arena-Coins mir versucht, da was zu holen. Aber nicht reincashen, wir müssen ja auch mal sparsam sein. Also, wir sehen uns bei den nächsten 8 Eiern. So, wir sind zurück mit den nächsten 8 Eiern oder 9 Eier vielleicht sogar, weiß ich jetzt nicht. Der Unendliche macht da immer ein bisschen Faxen. Wir drücken aber mal drauf, sind gespannt, wieder auf dem kleinen Account. Da waren nämlich noch Free Coins drauf aus den Arenen. Da ich mir diesmal vorgenommen habe, keine Coins zu kaufen, nichts zu investieren auf dem großen Account nach der Mobile-Pleite. Ja, schlecht, braucht man nicht, auch kein Shiny, auch kein regionales. Wir gehen gleich mal zum zweiten Ei. Jetzt habe ich gar nicht auf den Sternstaub geschaut. Mobile! Leider kein Shiny, aber ist ja egal. 1310 Sternenstaub und KP auf 15 aus Eisfeld. Sehr schön. Habt ihr das gesehen? Außerdem beim ersten beim Bonaire aus Budapest. Warum kommen da eigentlich die ganzen Geschenke immer aus Budapest? Nicht nur von mir, auch von anderen. Was ist da los? Hier wieder mal ein neuer Pokédex-Eintrag mit Porenta. 1576. Und wir haben wieder mal KP auf 15. Leider auch kein Shiny. Aber das vierte Ei, wir haben ja noch ein paar übrig. Und genau nach der Mobile-Pleite habe ich gedacht, 277 Eier ohne Shiny, das mache ich nicht nochmal, so viel Geld da rein zu cashen. Noch ein Porenta mit 1500 Staub, auch Budapest, Ungarn. Komisch, dass alle Geschenke immer aus Budapest, Ungarn kommen. Mit 15 Verteidigung, leider auch kein Shiny.
Aber wir machen einfach weiter. Vergesst euch natürlich nicht jeden Tag in die Arena zu setzen und 50 Coins mitzunehmen. Das dritte Porenda hintereinander. 800 mit nichts. Aus Merzig-Saarland aber. Das war, glaube ich, war das nicht sowieso am Anfang des Videos schon so, dass von 8 Eiern 4-mal Porenda dabei war. Jetzt haben wir es auch schon 3-mal gehabt. Also das wird die entenreichste Folge der Welt. 1513, kein Shiny, keine guten Werte. Ich glaube, wir gehen heute wieder mal leer aus. Muss dann noch ein bisschen laufen, habe noch was vorbereitet auf zwei anderen Accounts, wo noch 100 Meter fehlen, dass ich die noch ausbrüde. 1600 Staub hier bei dem Pichu, auch keine guten Werte. Das dürfte jetzt aber das letzte sein. Dann laufen wir noch woanders hin, brüten nochmal 2 Fuhren aus. Oh, und ein Shiny Pichu. Leider ohne Hut, aber mit 1428 Staub. Werde okay aus Österreich. Das war's. Wir haben noch eine 200 Typ Elektro-Medaille bekommen. Glückwunsch. Gut, wieder kein Shiny dabei. Beziehungsweise doch, Pichu war ja Shiny. Und lauter Porendas natürlich mit Lauch. Vielleicht soll ich mal wieder Käse-Hackfleisch-Lauchsuppe machen. Das war's aber von jetzt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir wieder 16 bis 18, je nachdem wie viel es wird, Eier brüten. Auf der Suche natürlich nach den Shiny-Kontinentalen. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.